wie wir alarmiert worden sind, haben wir gesehen, dass in dem Außenbereich ein Großbrand war. Und dadurch, dass wir die Firma sehr gut kennen, haben wir gewusst, dass da Polyester und solche Sachen gelagert sind. Jetzt haben wir gleich die Alarmstufen 2 alarmiert, dass wir mehr Feuerwehren da haben. Also die erste Maßnahme war sofort, dass wir die Halle angesichert haben, dass da nicht weiter brennen kann. Und wir haben sofort den Brand mit 2 HD-Real bekämpft und dann zusätzlich gleich mal mit Oppenschutz und Schaumrohr haben wir vorgegangen, dass wir das dann löschen können. Also wir haben 10 Feuerwehren da gehabt mit 121 Mann und Frau. Es ist niemand verletzt worden, auch keine Tiere nicht.